Hallo, in diesem Video könnt ihr wieder euer bisheriges Wissen testen. Ich gebe euch verschiedene Beispiele, die ihr selbstständig lösen könnt, und anschließend zeige ich euch die Lösung. Kommen wir zum ersten Beispiel. Hier ist gefragt, welche Brüche sind hier markiert? Dabei habe ich jeweils einen Zahlenstrahl aufgezeichnet und ihr sollt herausfinden, welche Brüche hier mit einem roten X markiert worden sind. Wenn ihr dieses Beispiel eben selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommt die Lösung. Schauen wir uns einmal den ersten Zahlenstrahl an. Hier haben wir einen Zahlenstrahl, der von 0 startet und immer in 5 gleich großen Teilen unterteilt ist. Das bedeutet, unser Nenner ist 5. Den Zähler können wir eben durch die markierten x ablesen. In dem Fall haben wir 1, 2 Fünftel. Beim nächsten x haben wir schon einmal ein Ganzes und dann noch 1, 2, 3 Fünftel. Also ein Ganzes und 3 Fünftel. Könnt ihr euch noch erinnern? Dieser Bruch wird als gemischte Zahl bezeichnet. Wir können eine gemischte Zahl aber auch als einen unechten Bruch anschreiben, nämlich als 5 Achtel. Bei der nächsten Markierung haben wir hier schon einmal 2 und dann noch ein Fünftel. Also lautet unsere gemischte Zahl 2 Ganze und ein Fünftel oder unser unechter Bruch 11 Fünftel. Betrachten wir den nächsten Zahlenstrahl. Dieser Zahlenstrahl startet nicht bei 0, sondern bei 1 und ist in 10 gleich große Teile unterteilt. Das bedeutet, unser Nenner ist schon einmal 10. Also haben wir bei der ersten Markierung ein Ganzes und 1, 2, 3 Zehntel. Also ein Ganzes und 3 Zehntel. Beziehungsweise 13 Zehntel. Die nächste Markierung wäre hier. Das sind ein Ganzes und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Zehntel. Also ein Ganzes und 8 Zehntel bzw. 18 Zehntel. Und unsere letzte Markierung ist 2 Ganze und 1 Zehntel bzw. 21 Zehntel.